Servus Leute, da bin ich wieder mal. Heute ist Donnerstag, der 31., also quasi Silvester. Ich bin gerade im Begriff, mich fertig zu machen, Haare sind noch nass und so. Und zwar fahren wir jetzt gleich nach Rotterdam ins Van de Valk Hotel. Und ich habe überlegt, ich nehme euch mit, weil, weiß ich nicht, vielleicht wollt ihr auch mal dahin oder keine Ahnung, wird spannend oder so. Auf jeden Fall verbringen wir das Silvester und so und habe ich das schon gesagt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall muss ich mich auch ein bisschen beeilen. Also es geht jetzt los und ich nehme euch mit. Viel Spaß! So, wir sind jetzt angekommen. Und es ist ganz schön arschig kalt. Und bevor ich euch das Hotel zeige, gehen wir jetzt erstmal eine Runde mit dem Kane, weil der muss nämlich mal nach. Also das ist schon mal der Parkplatz vom Hotel. Und das ist das Hotel. So, also nochmal das Hotel. Und unser Ausblick führt dann auf diesen Park mit dem kleinen Tümpel hier. Ist aber schön. Ein bisschen abseits, aber da hinten ist direkt Rotterdam. Da ist der Hund. Komm. Der muss jetzt raus. Ich lasse mich ab, du machst das Video. So. Zimmer kommt neue Change. Der Hund auch schon. So, das ist das Zimmer. Bett. Chaos. Wasserkocher. Schrank. Safe. Kühlschrank. Spiegel. Bad. Bad ist schön eigentlich. Wobei wir beim letzten Mal, das ist nämlich eine Dusche, wobei wir beim letzten Mal nämlich eine Badewanne mit Whirlpool hatten und das fanden wir irgendwie geiler. Aber naja, man kann nicht alles haben. So, und das ist der Ausblick. Wir sind im zweiten Stock. Ich wollte eigentlich ganz nach oben, aber man kann nicht alles haben. Ganz, ganz süß. So, es ist jetzt 6:30 und wir haben Hunger verspürt. Wir sind jetzt mal schnell in die Stadt gefahren, bevor wir uns dann fertig machen. So wollte ich jetzt kein Silvester feiern. Und mampfen jetzt noch beim Chinesen was Chinesisches. So, das ist das besagte Essen. Ich hoffe, es schmeckt. So, kurzer Zwischenstand. Es ist 22.24 Uhr. Ich bin fertig und war so schlau und habe mich nicht gefilmt. Das ist meine Fratze. Meine Haare. Und wir fahren jetzt, wo fahren wir hin? An den Hafen. Nicht wahr? Ja, wir gehen Silvester feiern. So. Ob man mich hier hört? Guten Tag. 10 Euro Bacardi Cola. Wir haben nach langem Suchen einen Parkplatz gefunden. Hier im Nirgendwo. Haben jetzt für 10 Euro pro Glas einen Bacardi gekauft und sitzen jetzt hier am Wasser und warten, dass 12 Uhr wird. Also 20 Euro für, ein für zwei Bacardi Cola. Ja, weil wir haben es ja. Ja. Bis gleich. Jetzt auch wach. Es ist irgendwie 12 Uhr. Wir gehen jetzt raus, um den Tag nicht zu verlieren. Die Sonne scheint. Ja, ich wünsche euch allen ein gutes neues Jahr 2016, dass alle eure Wünsche in Erfüllung gehen, bla bla bla.
Und ja, wie gesagt, wir fahren jetzt nochmal an den Hafen, um uns das bei Tageslicht anzugucken. Gestern war mega schön, Feuerwerk war mega gut, hat alles geklappt. Wunderbar, ich bin glücklich und bis später. Das ist eigentlich ganz süß aufgebaut hier, ne? Mit so Ja. Balkonen. Das sind bestimmte Apartments. Genau, und da guckst du in die Lobby. Und das ist der Ausgang quasi. Und der Eingang. So, wir sind jetzt hier am kleinen Hafen. Am kleinen, kleinen Hafen. Und gegenüber ist der Euromast, wo wir versuchen jetzt drauf zu Natürlich sind gehen. wir dann doch nicht auf den Euromast gegangen, weil der war 10 €, ne? 10 Ja. Euro pro Person Eintritt plus wir wollten noch was trinken und was essen, plus der Hund durfte nicht rein, haben wir es gelassen. Jetzt sind wir am Hafen. Warte mal, ich zeige euch das mal ein bisschen. Das ist ganz nice. Bei Nacht sieht es bestimmt schön aus, aber wir haben noch keine Nacht.